Der heutige Handelstag ist einmal mehr geprägt vom Thema Handelskrieg, aber auch vom Thema Fed. Und man müsste sich mal die Frage stellen, eigentlich, wo wären die Märkte angesichts der immer geringeren Wahrscheinlichkeit eines wirklichen Deals, eines Phase-1-Deals im Handelskrieg, wenn die Fed nicht da wäre, wenn der Fed-Put, so wie er von den Märkten wahrgenommen wird, nicht da wäre, wohl deutlich woanders. Man verlässt sich aber irgendwie drauf. Das ist der Eindruck, den man gewinnt, wenn man das Geschehen an den heute sehr ruhigen Märkten mal verfolgte, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Und wenn nicht, dann haben wir noch die Fed. Das ist so ein bisschen die Mentalität derzeit an den Märkten. Schauen wir uns das Geschehen mal an. Was ist da passiert? Was ist da zu konstatieren? Und wir starten vielleicht erstmal mit dem Grund, warum die derzeitige Lage so ist, wie sie ist, warum die Aktienindizes nach wie vor in der Nähe ihrer Allzeithochs hantieren. Hier sehen wir die Bilanzsumme der Fed und hier sehen wir den S&P 500. Das ist sozusagen eine permanente Injektion von Liquidität, nicht nur am Repo-Markt, sondern auch bei Staatsanleihen muss die Fed aktiv werden. Und ohne diese Droge, so scheint es, würde der amerikanische Geldmarkt gar nicht mehr funktionieren. Wir hatten ja Ende September zunächst mal die Aussage, naja, das war so Quartalsende, da gab es eben mal Liquiditätsbedarf, weil die Steuern zahlen müssen etc. Das Ganze läuft jetzt aber schon 2 Monate im Prinzip und jeden Tag muss die Fed hier Geld in den Geldmarkt pumpen. Was für ein lustiges Wortspiel. Jedenfalls hat sich die Fed heute geäußert in Gestalt von Lael Brainard, die insofern immer sehr interessant ist, weil sie so ein bisschen die Mitte der Fed verkörpert. Dementsprechend kann man sozusagen vielleicht Brainard als den Mainstream innerhalb der Fed bezeichnen. Und die hat gesagt, naja, das Thema Handelskrieg ist schon sehr, sehr wichtig. Wenn es einen Deal gäbe, dann würde das jede Menge Unsicherheit wegnehmen. Wir haben mit vielen Unternehmen gesprochen, die sind unsicher und sagen, wir warten erstmal mit Unternehmensentscheidungen ab. Aber wir werden jetzt als Fed erstmal nichts an der Zinsschraube drehen. Heute Abend ja das Fed-Protokoll der letzten Sitzung, als die Fed das dritte Mal hintereinander ja die Zinsen gesenkt hat. Das werden wir bei Finanzmarktwelt nochmal uns anschauen. Ab 20 Uhr seien Sie da dabei und werden gucken, was die Notenbanker zu sagen haben. Denn die Auffassung der Märkte ist, wie gesagt, dass da dieser Fed-Put besteht, aber es ist im Prinzip so, dass die Märkte überhaupt ohne diesen Fed-Put gar nicht mehr funktionsfähig wären. Die Aktienmärkte wahrscheinlich auch nicht, wie hier Grimsby twittert, glaubt nicht, was die Fed sagt, sondern guckt nur drauf, was die Fed tut. Und sie tut einiges, beruhigt aber auf der anderen Seite und sagt, ja, ist doch alles gut und ist doch alles ganz schick, aber die Aktionen, die die Fed macht, die sind weniger darauf hindeutend, dass wirklich alles gut ist. Die Saxo Bank hat dann heute es klar auf den Punkt gebracht. Die Fed, die Notenbank haben so viel Liquidität in die Märkte gepumpt, dass es eigentlich jetzt unmöglich ist, diese Liquidität wieder zu entziehen. Und wir sehen ja, dass die Fed mit den Zinsanhebungen offenkundig die Schraube überdreht hat, dann den U-Turn machen musste, praktisch das Gegenteil von dem tun musste, was man vorher gemacht hat, weil diese Welt eben offenkundig höhere Zinsen nicht mehr verträgt, ohne ein richtiges Problem zu bekommen. Schauen wir uns dann ein paar Dinge an, die noch von Relevanz sind. Heute gab es, und das hat die Stimmung so ein bisschen aufgehellt an der Wall Street, die Zahlen von Target, großer US-Einzelhändler, nachdem gestern ja Kohl's, dieser ebenfalls sehr große Einzelhändler, und Home Depot so massiv enttäuscht hatten. Und das hat das amerikanische Narrativ so ein bisschen angekratzt, dass der amerikanische Konsument ja so super dastehen würde. Das hat heute dann Jim Cramer von CNBC auch nochmal versucht, dieses Narrativ, diesen amerikanischen Mainstream zu formulieren, indem er gesagt hat, ja, Walmart und Target, das zeigt doch, dass der amerikanische Konsument wirklich gut dasteht. Das Glas ist also immer halb voll bei den Amerikanern. Man vergisst Home Depot, man vergisst Kohl's, die beide ihre Prognose gesenkt haben, unter anderem wegen dem Handelskrieg und wegen den zunehmenden Kosten aufgrund der Zölle. Aber hier Carl Cantinella von CNBC, ebenfalls von CNBC, zeigt zum Beispiel anhand einer Grafik der Deutschen Bank, dass der amerikanische Konsument offenkundig immer vorsichtiger wird. Hier wird gefragt, wann oder hast du Lust in nächster Zeit ein Auto zu kaufen, und hier sehen wir, dass die Bereitschaft dazu deutlich sinkt. Das zeigt, dass der amerikanische Konsument ohnehin so dermaßen schuldengehebelt ist, dass da nicht mehr wahnsinnig viel zu machen ist, dementsprechend man eben vorsichtiger wird. Und dann haben wir noch die Themen Trump und Impeachment. Was
oder denjenigen jungen Mann, den Sie hier sehen, das ist Mr. Sondland. Das ist derjenige, der heute im Impeachment-Verfahren vor dem US-Abgeordnetenhaus ausgesagt hat. Und er hat nochmal klar bestätigt, es gab dieses Quid pro Quo, so muss es heißen. Latein ist schon etwas her, als ich das in der Schule und an der Universität hatte. Jedenfalls hat er sozusagen eigentlich den Kernvorwurf bestätigt, dass Trump im Prinzip die Militärhilfe, wie auch den Besuch von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in Washington, daran gekoppelt hat, dass eben Untersuchungen gegen Biden und seinen Sohn vor allem durchgeführt werden. Nun sagte Trump immer wieder, ja, das ist eben Never Trumpers, das sind also Leute, die nie meine Anhänger werden. Das kann man bei Sondland aber nicht behaupten. Der war ein großer Unterstützer von Donald Trump, hat ihm zur Amtseinführung $1 Million mal eben geschenkt und wurde daraufhin als kleine Belohnung als EU-Botschafter Washingtons nominiert. Naja, eine Hand wäscht eben die andere und das bringt Trump unter Druck. Man merkt am Twitter-Account von Trump, dass da immer mehr fast nur noch über dieses Impeachment-Verfahren gesprochen wird. Das ist ein Riesenthema und dann hat sich Donald Trump kurz vor seinem Abflug nach Austin, Texas, wo er eine neue Apple-Fabrik einweihen wird, für ihn natürlich ein großer Propaganda-Erfolg, ein großer PR-Erfolg, weil Apple jetzt eben auch mal wieder in den USA etwas baut, hat er sich hier nochmal geäußert und wir sehen hier die Notizen. I want no quid pro quo. Das alles in relativ großer Schrift. Offenkundig hat er vielleicht ein kleines Weitsichtprobleme. Jedenfalls hat er nochmal auch hier in diesem Statement klargemacht, nein, 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 das ist alles ganz anders gewesen, aber es bringt ihn schon mehr unter Druck. Es wird in der öffentlichen Wahrnehmung der USA doch immer dominanter und auch der Handelskrieg, der gewinnt jetzt wieder an Fahrt, nachdem hier zunächst mal heute Morgen ja diese Geschichte mit Hongkong war. Der amerikanische Senat hat hier eine Bill verfasst, in dem er sich ganz klar auf Seiten der Demonstranten in Hongkong stellt. China hat das sehr schwer verurteilt, hat Offizielle einbestellt. Der USA hat sich sehr harsch geäußert und jetzt haben wir die Situation, dass etwa Hu Xixin, der Sprachrohr Pekings gewisserweise, Chefredakteur der Global Times, gesagt hat, naja, liebe US-Farmer, wartet noch ein bisschen, bevor ihr Land und Traktoren kauft, in Erwartung, dass da dieser Handelsdeal kommt. Denn selbst wenn er kommt, solltet ihr noch mal 6 Monate abwarten, ob das wirklich hält. Also das sind nicht gerade so super optimistische Aussagen. Morgen wird das US-Abgeordnetenhaus dann final entscheiden über diese Bill. Und wenn man die bestätigt, worauf alles hindeutet, weil die Abstimmungen zuvor immer einstimmig waren, dann wird sozusagen diese ganze Hongkong-Thematik immer schwieriger. Und Donald Trump selber hat gar keine großen Schwierigkeiten mit dieser Hongkong-Thematik. So heißt es von Insidern. So Menschenrechte, das ist etwas, was den Trump nicht so interessiert. Der sagt, das ist irgendwie Chinas Sache, da habe ich nicht so viel Aktien drin. Was mich interessiert, ist ein Deal. Und das vor allem im Hinblick auf meine Kampagne dann für den Wahlkampf 2020. Also ein Pragmatiker in gewisser Weise. Trump hat dann vor seinem Abflug nach Austin, wir haben eben das Bild gesehen, auch noch gesagt, ja, China will unbedingt diesen Deal, ganz, ganz unbedingt. Die Frage ist nur, will ich ihn? Wir sind weiter in Gesprächen mit den Chinesen und schauen wir mal, was dann passiert. Wir schauen jetzt mal, was die Kurse daraus machen. Starten mit dem S&P 500, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Nur falls Sie das vergessen haben sollten. Ja? Und wir sind hier beim S&P bei 3114 Schlusskurs. Die letzten 3 Tage war immer zwischen 3120 und 3122. Also wir stagnieren jetzt auf Schlusskursbasis auf diesem Niveau. Ähnliches Bild beim Dow Jones 27.861, nachdem der Index ja gestern einen größeren Rücksetzer wegen Home Depot und Boeing vor allem verkraften musste. Wir sehen hier den Nasdaq 100, 8.316. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Der dümpelt auch so ein bisschen vor sich hin. Wir haben uns von den Tiefs erholen können unter der 13.100er Marke, aber wir sind jetzt bei 13.165 nach wie vor nach diesem möglicherweise Fehlausbruch. Die Frage, wie es hier weitergeht. Wir sehen, dass der Euro ein bisschen runtergekommen ist. Nicht allzu viel, 1.1062. Wir sehen, dass Gold jetzt wieder fällt, 1466, und wir sehen, dass Crude Oil nach oben geht, nicht nur, weil die Lagerbestände heute etwas geringer ausgefallen sind als erwartet, sondern weil sich die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Jemen wieder verschärfen. Da haben die Houthi-Rebellen offenkundig ein saudisches Kampfflugzeug abgeschossen
Und das stimulierte, das treibt den Ölpreis, der vorher nicht so richtig gut aussah, aber jetzt hat man eben die Kursverluste teilweise schon wieder aufgeholt. Es bleibt ein politischer Markt, der Ölmarkt, genauso wie die Aktienmärkte. Zwischenhandelskrieg, Fed-Put, da wird jetzt bald die Entscheidung fallen. Trump hat nicht mehr viel Zeit. Irgendwann muss er sagen, okay, wir haben den Deal oder ich erhöhe die Zölle massiv am 15. Dezember nehme ich, und dann wird es lustig an den Märkten, denn der Handelsdeal ist schon so oft eingepreist worden, dass möglicherweise ein Scheitern, ein dann endgültiges Scheitern auch durch den Fed-Put erstmal nicht aufgewogen würde. Die Fed würde erst sehr viel später intervenieren, da müsste schon sehr viel nach unten kommen, bevor man sagt, so Leute, jetzt müssen wir mal hier das Netz wieder ein bisschen höher legen unter den Hintern der geneigten Investoren. Wir werden sehen, was passiert. 20 Uhr, meine Damen und Herren, FED-Protokoll. Das könnte interessant werden. Seien Sie dabei bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus und Ciao.